Und was finden wir als erstes im Geothermie-Kraftwerk? Einen Verkaufsautomaten. Wie in so einer touristischen Sightseeing-Show. Ja, wenn du irgendwo reinkommst zum Sightseeing, wo du auch gleich als erstes irgendwie zum Verkauf hast. Boah, du hast dich durch den Anzug ja jetzt echt gruselig an. Sag mal doch mal was. Ja, hä? Dann nimmt's ihn ab. Dann nimmt sie ihn ab. Hört die sich so blubberig an. Okay, wir gucken erstmal, was es hier Schönes zu verkaufen gibt oder zu kaufen. Sturmgewehr. Auch diese Geschichte. Gut. Und alles... Ah, was habe ich jetzt gekauft? Ich wollte kein Brett kaufen. Ach, Mist. Verklickt. Und so einfach ist das Geld weg. Komme ich hier irgendwie rein? Komme ich hier rein? Kann man die Tür aufmachen, aufschließen? Ah, oder... Da drüben ist noch eine Tür. Also, ich glaube ja, dass uns hier gleich jemand erwartet. Da sehe ich schon einen Pfeil über dem Kopf. Also, ich glaube, ein Roboter müsste hier auf uns warten. Aber einer oder zwei? Zwei. Okay. Ist er weggelaufen? Unexpected. Incoming! Stirb! Ist der klar? Oh, an Pavati muss ich mich ja jetzt erstmal gewöhnen, ne? Die sieht so komplett anders aus. Okay. Security Patrol initiated. Was bitte? Ah, er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Kann ich hier nach oben laufen? Oder metzeln wir den erstmal um? Komm, 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 komm. Ah, so ein Fliegeteil, oder? Angst, dass... Komm. Incoming! So. Läuft. Ah, der hatte nichts bei sich. Oh, ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Wir... Das jetzt nochmal. Also... Exit! Immerhin ist zumindest ist das ausgeschildert, das ist schon mal gut. Okay, in der Ecke waren wir. Dann gucken wir vielleicht mal nach oben. Jo, wir gucken mal nach oben. Zack. Vielleicht geht es ja auch gar nicht weiter. Vielleicht ist es ja auch eine Sackgasse. Waffenteile, immer gut. Siehste, es ist sogar eine Sackgasse. Und Pavati, du stehst volle Kanne davor. Pavati, du stehst im Weg. Ich komme hier nicht mehr raus, wenn sie davor steht. Doch, warte, warte. Wir gucken natürlich in jede Ecke irgendwie mal rein, ob wir was finden, was wir gebrauchen können, mitnehmen können. Oder sowas wie Türen zum Beispiel. Hier, wie diese zum Beispiel. Emerald Whale? Sind wir wieder draußen? Finden wir es heraus. So klein sind die Mantis Swarm Examine. Guck mal, an Abbildung 5 der Finger. So klein ist das Ding. Ach, krass. Die Teil auf, ja, so ein kleines Insekt, ne? Aber die Füße, ne? Das sieht aus wie mehrere Zitzen. Auch so eine kleine Mutation, oder? Aha, gut. Also, hier stehen wir an der Seite.
Aber das musst du ja auch alles erst mal irgendwie rausfinden. Seid mir dadurch böse, dass ich auch die Tür irgendwie alle mal ausprobiere. Aber nur so können wir das Kraftwerk kennenlernen. Ich bin immer noch im Zwiespalt, wem wir den Saft abdrehen. Eigentlich, theoretisch, müssten wir den Deserteuren den Strom abdrehen. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich tun soll. Oder beiden? Ja, wir gucken mal, wenn wir davor stehen, vor dieser Entscheidung. Blöd finde ich immer, wenn wir durch irgendwelche Türen gehen, dass diese verfügbaren Punkte dann weg sind. So, hier gibt es einen Weg nach unten. Mind your head. Und hier gibt es einen Weg nach oben. Und auch hier, das ist wahrscheinlich die Tür, die wir gesehen haben. Ja, korrekt, korrekt, korrekt. Rezeptionist. Aber ohne Kopf. Wer hat seinen Kopf? Also, Rezeptionisten-Terminal, Fehler, Terminalspeicher, gelöscht, Wartungsprotokolle, gelöscht, Personaldaten, gelöscht, Unternehmensmitteilung, gelöscht, Nachrichten, gelöscht, persönliche Memos, Löschvorgang unvollständig, 2 Dateien verfügbar. Okay, Zugriff auf Datei 01. Musste deine Ausgabe vom Handbuch zum Weltraummaschinenbau ausleihen. Radio durchgebrannt und ich brauche eine kleine Auffrischung. Hab es denn in die Werkstatt gebracht. Datei 2. Totales Chaos. Rabotereinheiten außer Kontrolle. Schüsse, höre Schreie. Verflucht. Klang wie ein Bein. Mache früher Feierabend. Bitte Strafzahlung direkt vom Lohn abziehen. Danke. Stolzes Mitglied der Spacers Choice Familie. Ja, ein ganz normaler Arbeitstag. Man kennt ihn. So hört er sich an, der normale Arbeitstag. Ein ganz normaler Arbeitstag. Wie wir ihn lieben und auch eine sehr schöne Werbung. Na, Pavarotti? Gut, siehst du, haben wir das nämlich auch schon abgehakt. Dann hätten wir hier jetzt noch einen Gang. Reizt mich? Oder wir gucken erstmal hier die Tür, die hier oben war. Ah, brauchen wir noch 2 Merkdietriche. Gut, reizt mich auch. Können wir aber jetzt erstmal noch nicht öffnen. Maschinenbau Band 2. Ja, genau. Weil wir haben ja die Maschinenbau-Quest jetzt ausgewählt, die wir erstmal verfolgen. Aber wir haben ja theoretisch hier eigentlich mehrere Dinge, die wir erledigen müssen. Liegt da ein Bitmodul? Ist das Geld? Oh, 28! Ja, wer verliert denn sowas in der letzten Ecke? Und wie, du musst echt in jede Ecke reinkrauchen, um die verschiedensten Dinge hier zu finden, ne? Unbelievable. Haben wir in der Ecke auch irgendwas? Ja, eine Leiche. Mit Bitmodul und leichter Munition. Läuft. Ob er sich umgebracht hat oder ob er dort umgebracht wurde? Tja. Ich habe so ein bisschen Angst. Aber hier ist niemand, ne? Nein, hier ist niemand. Niemand, niemand, niemand. Okay. Spannend sieht's aus. Uff, uff, uff. Da wurde eine Leiche hier lang geschliffen, ne? Siehst du? Ich habe keine Ahnung, was es ist, was es kann. Okay. Kann ich jetzt irgendwo dran ziehen, drücken, drehen oder wie lieber einfach den Rechner. Hauptkontrollterminal. Strom umleiten. Können wir den Strom umleiten? Haben wir ihn jetzt umgeleitet? Oh, warte mal. Also. Hauptkontrollterminal. Warnung. Sicherheitsmodul ausgelöst. Moderate bis schwere strukturelle Schäden. Sehr wahrscheinlich. Warnung. Umleitung des Stroms ist unumkehrbar. Anfrage wird bearbeitet. Fehler. Stromumleitung fehlgeschlagen. Manuelle Eingabe erforderlich. Ah, okay. Also so einfach geht's doch nicht. Bitte aktiviere die 3 Stromkreisschalter. Natürlich. Warum soll das auch einfach gehen, wenn es kompliziert geht? Kraftwerkstatus. Alles klar. Also, der Status sieht wie folgt aus. Kraftwerkstatus. Dieser Zugangsbericht wird präsentiert von Spacers Choice. Emerald Whale Geothermie-Kraftwerk arbeitet mit 22% Effizienz.
nicht sehr gut also. Strom wird derzeit geliefert an Edgewater, Saltuna Konservenfabrik und Botaniklabor. Warnung, strukturelle Schäden festgestellt. Bitte benachrichtige umgehend deinen Vorgesetzten. Also müsste sich die Aufgabe jetzt auch erweitert haben. Oder... Ah ja, genau. Adelaide schlägt vor, dass du den Strom des Geothermiekraftwerks in das Botaniklabor umleitest und somit Edgewater vom Stromnetz nimmst. Laut Hauptkontrollterminal des Kraftwerks müssen zuerst 3 Schalter aktiviert werden, bevor der Strom umgeleitet werden kann. Pass auf, was ist denn, wenn wir uns diese Quest jetzt einfach erstmal setzen, damit wir diese 3 Schalter finden? Ich glaube, das ist sinnvoller. Nach dem Buch können wir immer noch suchen, wenn wir das geschafft haben. Also gerade irgendwas mit easy enough gesagt. Also deine Stimme hört sich echt strange und skurril an durch diesen Helm. Wenn ich dir das mal so sagen darf, meine Liebe. Also müssen wir jetzt nach unten hier, ne? Yes. It looks like. Auch hier sind Schränke und Tiere und Türen. Schlüsselkarte des Sicherheitschefs vom Geothermiekraftwerk. Okay. Und auch hier haben wir die Zettel, die wir schon kennen. Das ist ein Schreibtisch. Okay, was haben wir hier alles für Zeugs? Stimo Lotion. Stimo, ne? Dreimal darfst du raten, für was das notwendig sein könnte. Ist vielleicht irgendwie so eine Erektionsgel. Stimulation. Penisstimulation. Oder andere Stimulationen. Wer weiß, was es stimuliert. Es ist doch schon... Warum? Was willst du denn hier hacken? Das ist doch schon offen. Willst du mich verarschen? Hier geht's ja echt gut wieder. Okidok, der nächste Terminal. Also, Sicherheitsstation. Tür aufschließen. Welche Tür auch immer. Warnung, diese Einrichtung befindet sich im abgeriegelten Modus Autorisierungscode erforderlich. Spacer Thompson, akzeptiert. Willkommen, R. Thompson. Okay, wir gucken einfach... Oh, wir gucken mal weiter. Persönliche Protokolle. S. Tanaka, Sicherheitschef. Okay, Protokoll 79. Geothermiekraftwerk Sicherheitsstation. Persönliche Protokolle. S. Tanaka, Sicherheitschef. Chester Higgins schon wieder, dieser Dickkopf. Hab ihn dabei erwischt, wie er in einer Robotereinheit rumgepfuscht hat. Also musste ich ihn wegen Beschädigung von Konzerneigentum melden. Nur falls ich diese Notizen hier ein paar Tage später erneut lese, soll daran erinnert werden, dass ich ihn bereits verwarnt hatte. Er hatte schon immer ein wenig krumme Gedanken. Er hat sich mit einem der Logikmodule beschäftigt, hab es konfisziert. Ich belasse es bis auf weiteres unter Verschluss. Ein Logikmodul, was wir auch haben wollen. So, Protokoll 87. Aber warum haben die so seltsame Zahlen oder fehlen da einfach Protokolle? Persönliche Protokolle ist Tanaka Sicherheitschef. Fühle mich unwohl in meiner Haut. Der Konzern tauscht nach und nach alle Wachen mit Robotereinheiten aus. Wenn das so weitergeht, habe ich bald keine Leute mehr, denen ich als Chef der Werkssicherheit dienen kann. Nur eine kleine Armee von Robotereinheiten, die herumschwirren und ihre Waffen gezückt halten. Der Konzern meint, sie wären sicher, sind programmiert, um Menschen wie die ihren zu behandeln. Im Gegensatz zu uns Menschen werden die Robotereinheiten auch nie müde. Ich weiß nicht so recht, fühle mich unwohl in meiner Haut. Das sagt er zweimal, also muss er sich wirklich sehr unwohl fühlen. Aber der Konzern hat sich bisher noch nie geirrt. Daher wird das schon passen. Okay. 98. Ernstfall ist eingetreten. Robotereinheiten sind durchgedreht, hab mich hier eingeschlossen. Sammle gerade meinen Mut, werde versuchen zum Kontrollraum zu sprinten. Kann von da vielleicht alles lahmlegen. Werde diesen Eintrag nach meiner Rückkehr löschen. Ergo ist er niemals zurückgekehrt. Vielleicht eingeschlossen, ja. Vielleicht ist er ja immer noch eingeschlossen. Wir finden irgendwo, wenn wir den Schrank aufmachen, oder die Leiche, die so rausfällt, erstarrt. Okay, 006. Was?
Grüße, Sicherheitschef S. Tanaka. Diese automatische Nachricht wurde durch die Spacer's Choice Arbeitssicherheitsnotfallprotokolle eingeleitet. Abgeriegelter Modus wurde initialisiert. Dies ist keine Übung. Dein Handeln während der Abriegelung wird in deinem Quartalsbericht untersucht. Unbehagen ist ein typischer Nebeneffekt lebensbedrohlicher Situation, der durch eine solche Abriegelung hervorgerufen wird. Bekämpfe dein Unbehagen mit einer eiskalten Flasche Zero G Brew. Zero G Brew, damit dein Leben nicht immer nur Bier ernst sein muss. Bier ernst und bitte ernst. Also zum Stammdings zurück. Persönliche Dateien, haben wir noch mehr? Nein, gut. Aber ich werde trotzdem noch mal rangehen. Nee, gut, mehr können wir nicht. Also, er ist irgendwo, hat er sich eingesperrt gehabt. Und das Logikmodul hat er auch irgendwo versteckt. Tja, gucken wir mal. Blau heißt offensichtlich offen und rot heißt, wir müssen das hacken. Wollen wir es gleich hacken? Es wird Bär keine Ruhe lassen. Also pass auf, wir hacken es jetzt einfach gleich. Wobei ich so bescheuert ist. Der ist schon halt halb angeknackst. Fixgriff, Gyroskop, Bitmodul, Spitzhacke. Ja, die Spitzhacke wollte ich ja eh schon immer mal haben. Was sagt denn unser 97? Wir müssen langsam aufpassen. Ansonsten hätten wir hier zwei, drei Schränke. Okay, hier gibt's. Oh, guck mal. Ich sehe auf jeden Fall drei Gegner irgendwo. Aber auch hier auf der Ebene. Dahinter. Irgendwo dahinter. Here they come! Parvati, wo bist du? Wo ist sie denn hingerannt? Mädchen? Ist sie runtergerannt? Mädchen! Jetzt noch mehr sind. Komm, lass uns erstmal kurz ein bisschen erholen. Vor allen Dingen du. Du musst dich ein bisschen erholen. Ich kann ihr kein Adreno irgendwie einflößen, oder? Also, Roboter Wachposten, das war einer. Ich wollte ja eigentlich noch gar nicht nach unten. Aber jetzt sind wir hier unten. Der Fabrikmitarbeiter hatte so ein bisschen was von der Raumschiff Enterprise, von der Kleidung her. Oh, hier ist auch noch einer. Plötzlich war da ein Kopf. Mr. Energie. Tja. Schauen wir mal, was ich hier im Dunkeln verborgen finde. Doch, warte mal, da liegt auch irgendwas oben drauf. Kann ich mich? Komme ich da ran? Da war ein Rohr im Weg, ne? Spacer's Jaw! Spannend auf jeden Fall gebaut, dieses Kraftwerk, ne? Ein bisschen dunkel und man muss sich ein bisschen ducken und irgendwie alles so ein bisschen chaotisch, kreuz und quer. Nun hast du nicht gesehen. Irgendwie habe ich heute einen trockenen Hals, ich weiß auch nicht warum. Theoretisch soll hier auch einer irgendwo sein. Ich sehe noch, 1, 2, 3. Sind die alle in dem Raum? Okay, erst den Roboter ausschalten, vielleicht. Da hinten. I see him. Invest. Okay. Los! Greif an! Spannend, so können wir uns in Ruhe mal betrachten. Außer das Tanken, zack, und weg war er. War aber nur einer, ne? Glänzender Servo. Incoming! Was? Wo? Da hinten. Hätten wir uns erst erholen sollen, ne? Doof. Habe ich nicht drauf geachtet. Das ist die einzige Leiste, die ich echt nicht im Auge behalte. Ich dumme Nuss, ne? Aber es wird. Wir kommen ja voran, das ist so mein Hauptziel. Nicht der gut, nicht der elegant. Aber irgendwann wird's. Sterben wir halt ein paar Mal. Ach, hier sind wir! Kurz nach dem Hacken, alles klar. Ich verstehe. Ja gut, weil es so schön war, dann nochmal, ne? Punkte. Wir werden uns Punkte verteilen. Das und XP. Yes. So, lassen wir es stehen. Aber waren wir jetzt schon hier drin? Ja, ne? Ich glaube, wir kamen ja von hier. Und sie rannte ja gleich nach unten.
Was ich auch so ein bisschen blöd fand. Lass uns doch erstmal gucken, ob wir hier durchkommen. Ah, versperrt. Gut. Kommen wir nicht. Aber vielleicht können wir das Ganze ein bisschen intelligenter mal angehen. Nämlich vielleicht von hier oben. Anstatt gleich irgendwie loszubrezeln. Aber lass uns doch mit dem hier probieren. Wo ist denn hier eigentlich unter uns? Läuft.